Hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. In der letzten Folge sind wir in die Siegestraße eingegangen und heute werden wir sie hoffentlich beenden. Ich weiß es aber noch nicht, kann es noch nicht sagen. Muss ich das nicht irgendwo nach unten bringen oder so? Und wir kommen von unten hoch. Warum kommen jetzt ein Gegner? Das kann eigentlich gar nicht sein, ich habe Topschutz. Oder ist er... Boah, ist im gleichen Level, deshalb okay. Ja, bei Pokémon im gleichen Level kommt trotzdem durch den Schutz... Oder mit höheren Level, sagen wir es so. Und die hat es trotzdem irgendwie geschafft. Oh, lass mich doch in Ruhe, Alter. Geht doch. Ich könnte Totok vorne tun, aber ich will ja andere Leute trainieren. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich kämpfe die mal. Trainer sind geborene Kämpfer. Immer auf der Suche nach starken Gegnern. Ja, ich hoffe, wir schaffen diese in dieser Folge. Die Siegstraße. Und wir sollten hoffentlich auch in dieser Folge endlich unser neues Teammitglied bekommen. Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich eh schon, welches es ist, aber trotzdem. Nein, warum sind die stärker? Ich wollte B drücken und ein anderes Pokémon auswählen, aber... Ja gut, so können wir es auch machen. Das ist auch okay. Bam, 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 bam. Es ist down, der geht down, der geht down. Level 46 für Relaxo. Nice. Ein Dugong. Okay. Hör doch auf. Wie ausgewichen. Du sollst angreifen, nicht ausweichen hier. Offensive. Okay. Nein, nein. Nicht zurückschrecken, nicht zurückschrecken. Nein. Ich glaube, ausweichen ist einfach zurückschrecken, kann das sein? Ein Scharnera. Alles klar. Erholung. Das kann Heuler? Wow, Scharnera. Du bist ja echt eine Enttäuschung. Hör auf mit dem Piepen. Du hast schon lange keine wenige KP mehr. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Ja, geht doch. Cool, du bist wirklich stark. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Doch. Oh ja, okay, hier geht's weiter. Denke ich mal. Aber dafür muss ich erstmal den Stein irgendwo hinbringen. Ich glaube, den muss ich irgendwo nach oben bringen. Hey, ich hab doch Stärke aktiviert. Aktiviere ich es halt nochmal. Von Raum zu Raum deaktiviert sich das einfach. So, speeden, tut mir leid, aber das nervt mich jetzt. Und dann hin tun, ne? Mach ich jetzt aber, das ist mir jetzt egal. Ja, doch, doch, das passt nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall unser Teammitglied jetzt bekommen. So, und schick. Jetzt können wir durch. Aber hier gibt es noch was richtig, richtig Geiles. Und zwar kommen wir jetzt zu diesem Vogel. Wollt ihr wissen, wer der Vogel ist? Ja, das zeige ich euch nicht, denn ich muss erstmal Platz schaffen. Was macht Elixir überhaupt? Weg damit. Geh mal weg. So, lass mich in Ruhe. Nimm hier die... Oh, das war es nicht wert. Hau ab, verschwinde aus meinem Leben. Sei geschuldet. So. So, aber ich werde nicht kurz speichern. Hey. Oh, schon, wie viel Zeit wir haben hier. 28 Stunden. Aber ich habe auch ein wenig privat gemacht. So, und jetzt unser neues Teammitglied. Ist ein legendäres Pokémon. Und zwar ist es Lavados. Und es kommt unser Team. Lavados, ich bin hier drüben. Hallo, Lavados. Hallo. Ich bin hier. Okay, das ist halt nicht. Rude. So, ich würde erstmal versuchen zu schwächen und dann zu fangen. Anstatt den Meisterball. Habe auch extra gespeichert. Ich sollte mal ein Safe-Set machen, ne? Das wär auch nicht schlecht. So. Ja, Relax soll keine AP mehr. Also fast keine. Und sobald Relax keine AP mehr hat, werde ich noch nicht mehr einsetzen. So. Wie gelähmt! Ja, also ich habe aber das nur drin, weil das ein Feuer-Pokémon ist. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie noch von dem verbrannten Haus Feuer-Pokémon, weil ich wollte lieber Lavados. Lavados ist das einfachste zu bekommen, ne? Vogel-Pokémon. Das ist Vogel-Pokémon, sondern legendäre Pokémon. Weil es direkt hier auf dem Weg ist.
Okay, nice. So, jetzt versuche ich es mal, einfach mit einem Superball zum Beispiel zu fangen. Ich hab das... Was? Wie ist das denn möglich? Ich hab das Pokémon verfehlt, genau. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man Lavados fangen kann, hallo? Jetzt laber nicht, man kann Lavados fangen, hallo? Hyperball vielleicht? Magst du den mehr? Hä? Warum ist jetzt Relax so da? Ich verstehe das nicht. Muss doch gehen. Hallo, fang es. Hallo? What? Das ist jetzt Meisterball. Gut, das reicht mir. Das reicht mir jetzt. Das geht so nicht weiter. Ich wollte schon sagen, weh, du blockst den jetzt ab, Alter. Yay! Für Lavados habe ich keinen Namen. Also lasst mich in Ruhe. Yay! Dieses Pokémon ist der legendäre Feuervogel. Sein Flügelschlag entfacht ein helles Feuermeer. So. Und wir haben ja ein tolles Item, ein tolles TM hier. Und zwar Feuersturm. Und ich habe ein tolles Pokémon dafür. Und zwar Lavados. Lavados verwendet Feuersturm, weil er eh nur drei Attacken hat anscheinend. Lass mal die Sets sehen. Shadows. Wow, es hatte Schnabel und Feuerwirbel. Ich verstehe das nicht. Das ist aber in den ersten Gens noch so gewesen, dass sie nicht vier Attacken hatten. Schnabel und Feuerwirbel. Und jetzt noch Feuersturm, was nur 5 AP hat. Aber Feuersturm sollte es eigentlich auch so. Aber die Sache ist. Feuersturm ist doch eigentlich die Lavados-Attacke so gesehen, oder nicht? Lavados kann ja einfach so, oder nicht? Aber okay. Jetzt kann es zumindest. Und ich möchte das nicht leveln, weil es ist schon Level 50. Andererseits braucht es Attacken. Und ich glaube, ich habe nichts mehr für Lavados. Metronom können wir es bei... Ne, können wir nicht. So, ja, auf jeden Fall, weißt du? Was ist das? Mega Kick kann er nicht, ne? Keine Kickfüße hier. Überroller, keine Ahnung, was für eine Attacke ist, deshalb lasse ich erstmal. So. Hier ist eine Abkürzung, die können wir mal kurz schaffen. Badababam. So, auch kurz Beleber einsetzen, oder? Ich weiß nicht, lieber nicht. Lass es Relax für sie, weil ich weiß, ob die AP ja noch voll gemacht werden, so. Ja. So, noch heil. Na, 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 okay. Tut mir leid. So, jetzt haben wir unser Team voll. Und jetzt müssen wir nur noch den Weg hier rausfinden. Unsere Liga. Und dann alles pushen. Und dann, hey, hey. Drei Pokémon. Ein Texo. Ah, kannst du nicht mal irgendwas Gutes raushauen? Also, ich meine, der Overworld, also ich meine, der Sprite vorhin von Lavados, der war ja schon so, hä, was? Aber das hier, das ist... Das ist total ist. Guckt euch das an, das sieht aus wie so ein Ibi-Duck, was gerade einen neuen Haarschnitt hat. Also, hey Leute, ich hab mal einen Haarschnitt, ey. Bin ich cool so? Wenn der nice hat, dann sprühe ich euch mit Feuer an. Also, so sieht's aus. What the fuck? Komm, weg damit. Die Sache ist aber, also Sprites in der Chat-Gen gibt's auch, aber auch so Sprites. Zum Beispiel wie bei Raikou. Nee. Doch. Doch, Raikou zum Beispiel. Das hat so ein richtig hässliches Bild. Das sieht aus wie so ein. Wie so ein Stier mit so einer Schädelmaske, die von so einem Tragotto geklaut ist. Das werden wir uns auch noch ansehen, aber jetzt, weil nachdem uns Blackon wahrscheinlich schon Pokémon Let's Go Evoli ein Lapras, ein schönes Lapras, da haben wir doch Saat dafür. Und ich wechsle jetzt die ganze Zeit, weil ich leveln möchte mit jedem Einzelnen, damit nicht irgendein Pokémon ausgelassen wird und unterlevelt ist. Relaxo habe ich jetzt auf Level 46 gebracht, das reicht jetzt.
Oh, das habe ich vergessen. Mist. Aber Giftpuder. Da traut man sich jetzt nicht mehr sowas ein. Oh, okay. Never mind. Nein, die sterben! Das geht so nicht. Da es in diese Gen E in dem Spiel eh noch keine EP-Teile gibt, ist ja eh egal, ob jetzt Relax Musik ist oder nicht. So. Dankeschön. So, wenigstens gibt jetzt auch noch Schaden. Und jetzt gibt's richtig aufs Maul. Passt. Nein, das geht in Ruhe, Alter. Geht doch. Ihr sterben. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, Schlurp, ey. Ja, keine Ahnung. Lavados, was mit Lavados ein bisschen kämpfen. Why not? Ist ja nur Level 50. Bam, bam, bam. Komm, Schnabel. Und er macht nicht mehr so viel Schaden, Alter. Feuerwirbel, was macht das? Feuerattacke, okay. Macht nicht viel Schaden. Macht aber Gelähmung. Lähmung, okay. Ach, und es ist so wie Raserei, das greift die ganze Zeit an, okay. Oder wie Wut. Greift mehrmals an. Und am Ende sind sie verwirrt. Nee. So, das ist down. Ich kriege Erfahrungspunkte und es geht weiter mit der Folge. So, lass mich rum. Nein, unglaublich. So. Hier gibt es noch ein Item, bevor wir weitergehen. So, erstmal Schutz einsetzen. Weil mir gerade der Schutz ausgegangen ist, als ich es eingesammeln wollte. So. Und die TM nachgucken. Was ist das? Feuerattacke. Wow. Wow. Ich bin kein Fan von Explosion, Finale oder sonst irgend so ein Müll. Also lassen wir das. Und weh, du sagst mir jetzt, nö, ist nicht aktiviert. Nein, das sagst du mir nicht. Das habe ich aktiviert. Siehst du, das habe ich aktiviert. Also, lass mich in Ruhe. Wir sollten jetzt aber irgendwo mal rausgehen. Ja, ist richtiger Weg. Ich merk's. Ich kenne den Ort hier mit den Trainern. Nur Ausgewählte können durch. Ja, Ausgewählte. Ja, aber du bist keiner. Das werden wir jetzt nämlich unter Beweis stellen. So, mein Kinglad, ne? Irgendwo da hinten soll, glaube ich, der Ausgang sein. Aber du bist nicht gut geschaffen für. Sarze, komm, lass mal Sarze wieder kämpfen. Weiß, Sarze ist jetzt nicht vielleicht das Beste. Vielleicht nicht das Beste als Pokémon. Aber es ist ein gutes Pokémon. Vor allem kann ja auch Giftpuder im Notfall und sowas alles einsetzen. Ja. Oh ja! Level 46 für Sarze! Juhu! Ein Tentoxer, da können wir gleich bleiben. Sollte mich eigentlich auch nicht. Oh, obwohl. Ah, komm, riskier's. Nicht riskier's. Ich glaube, Giftpuder juckt dir nicht. Ich hab. Oh, okay, ich werde tauschen. Und wir machen nicht so viel Schaden aus dem Grund. Zander. Komm, Yodo. Auch wenn er Wasserattacken hat. So wie Aquaknarre. Ist mir jetzt egal. Soll mir aber vielleicht nicht egal sein. Ist mir aber egal. Geowurf. Down sein. Ah nein, er lebt doch. Warum lebt er noch? Dann nicht. Dann leck mich. Nein, lass mich. Dann leck mich. So, dann, Skrote, komm, mach fertig. Mach das Ding fertig. Level 9 für sich. Barscht. Super für sich. Super. Komm in Ruhe. Bisch. Kann bitte einfach sterben. So. Ein Turtok. Na, bravo. Ach, guck mal, wie fett das ist, Alter. Der gar nicht. Zu viel Wasser geschluckt oder was? Komm, erstmal Heilung. Und dann gibt's richtig aufs Maul. Slulu. Okidoki. Duck dich. Wie du duckst dich? Hör auf, mir auszuweichen. Hier. Er lebt noch. Schädelwumme, nein! Hör doch auf! Lass das! Fake's nicht meinen Tod, Talk! Lass das! Hau ab! Verschwende von hier! So,
So, und das war's. Ich fasse es nicht. Okay. Komm, kämpf mich noch gegen die, würde ich sagen. Gleich siehst du, wie gut du bist. Was? Okay, toll, super. Ein Knopfhänser. Da würde ich sagen, da fackeln wir das mal ganz gediegen ab. Wie, es ging daneben? Wie kann Feuer daneben gehen? Hallo, du schmeißt das Feuer auf den Gegner oder Paschlatt. Das ist eine Pflanze, du kannst... Hallo? Komm, doch, gib doch, Alter. Gib doch, mach es. Down, so. Mach die down, mach die down. Ist mir egal, es ist Vorspule. Ist mir so egal jetzt. Mach's down, unser Xenia. Fakest du mich hier? Die faken mich beide, Alter. Die haben meine Pokémon hier. Die faken mich. Das darf doch nicht wahr sein. Grrr. Grrr. Geht's denn nicht. Hä? Gehst du raus oder nicht? Geht's hier. Ich hab keine Ahnung. Jetzt. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Das ist schlecht. Das kann ich sagen. Das ist schlecht. Ich schmeiß mich da runter. Warum nicht? So, wo geht's hier oben hin? Wo wird mich das hier? Hier hin? Hm. Abkürzung. Das ist nur eine verkackte Abkürzung. Da muss ich nicht hin. Soll ich da runterspringen? Muss ich ja wohl. Mach ich jetzt aber mal. Keine Ahnung, ob das gut war. Aber hier irgendwo rechts muss der Ausgang sein. Nein! Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nein! Tut mir leid, Leute, ich kenne den Weg nicht auswendig. Deshalb muss ich nochmal hin und her gucken, wo der Weg ist. So, lass mich hier durch. Hier kann ich nicht durch, oder? Tolles Rätsel. Macht super Spaß. Super geil, super spaßig. Ja, die Abkürzungen hier, die bleiben nicht. Ist das Stein. Hä? Also. Ach, das musste ich machen. Ja, sag mir das doch. Also, ehrlich mal. Ja, wo soll ich denn da hin? Soll er jetzt hier? Oh, dieser muss da hin. Jetzt check ich's auch. Tut mir leid, jetzt check ich's auch. Da hinten war ja so ein Feld. So, spulen und da ist er da. So, was jetzt? Was jetzt? Was ist jetzt passiert? Nichts. Doch, jetzt krieg ich hier. Jetzt krieg ich hier lang. Ja. Ausgang. Ausgang? 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 Ausgang! Wir sind endlich draußen hier. Hier sollte die Pokémon-Liga sein. Sag dir irgendwas? Inkubator. Das große Ziel aller Trainer ist die Pokémon-Liga. Bei Ryan, in diesen Statuen kann man immer angeln, aber ich habe jetzt keine Angel dabei, deshalb kann ich nichts zeigen. Nur so, sollten zu sagen. Das ist ein Labyrinth, oder? Und ich habe den falschen Weg genommen. Oh, ich wusste sogar den Weg, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem den Weg gegangen. Wow. Super schlau von mir. Und da sind wir da. In der Pokémon-Liga. Du siehst doch, dass sie, glaube ich, auch wechseln, oder? Nee. Nee, ich habe mich vertan. Tut mir leid. So, jetzt sind wir in der Pokémon-Liga. Und hier gibt es auch mal alles in einem. Pokémon Center, Pokémon Markt, Pokémon und sowas, kennen wir. Yay! So, wir gehen jetzt aber noch in diese Folge mit den anderen und dann werde ich mich für die nächste Folge vorbereiten, dass wir das alles schaffen. Okay. Hey, warte du, Champion in Spee, ich bin's mal wieder. In der Pokémon-Liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz von vorne anfangen. Ja, das ist doof. Ach, und die kann man nochmal hier tauschen und kämpfen mit seinen Freunden per Linkkabel. Das Schutz wirkt mir. Ja, hier gibt's keine Kaltbomben hier drin. Das weiß er auch. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Sale? Okay. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ich werde mich jetzt hier nochmal alles kaufen, alles durchsuchen und dann werden wir
in der nächsten Folge hier dann weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein positives Wetter da. Hab ich schon gesagt, ne? Alles egal. Okay. Dann verpasst auf gar keinen Fall die nächste Folge. Das wird nämlich richtig, richtig nice. Wir werden wahrscheinlich nicht durchschaffen. Vielleicht, mal gucken. Aber auf jeden Fall haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.